Wunderschönen guten Morgen oder Mittag, wie auch immer. Ich bin's wieder, der Kobold. Ja, wie ihr schon wieder sehen könnt, ich mache jetzt ein bisschen weiter. Mein New Game Plus Spielstand. Habe jetzt extra sogar, wie ich im Titel hatte, den Untertitel auf Englisch gestellt, Sprache auf Deutsch. Ja, mein erstes Ziel des Tages ist es auf jeden Fall, den Zeitauftrag zu machen. Da dort Behemoth ein besonderer Behemoth ist, habe ich mir mal ganz kurz mit meinem Standardspielstand angeschaut, damit ich hier nicht ohne euch weitermache. Ja, ich werde da auf jeden Fall ein paar EP-Magie reinhauen. In der Hoffnung, dass das was bringt, was Gutes bringt, wohl bemerkt. Und werde den Kampf übertragen und danach mit der normalen Storyline weitermachen. So wie sie das halt auch gehört, so, ne? Interessant, dass mein Twitch auf dem Handy nicht ganz so will, wie ich will. Ah, jetzt. Der Chat ist wie immer offen. Ja, ne? Jetzt heißt es kurz warten, zurück nach Hammerhead fahren, um dort den Zeitauftrag anzunehmen. Aber vorher halt, wie gesagt, ein bisschen Magie basteln. Blitzmagie vor allem, die mir ein bisschen mehr EP geben. Ach, verdammt, und ich kann mir natürlich nicht das gute Essen holen. Scheiße. Fällt mir gerade so ein. Oder doch? Muss ich mal gucken. Ich nehme jetzt halt nicht voll epic, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber was soll's. Kann ich eben auch nicht mehr ändern jetzt. Sonst müsste ich das New Game Plus nochmal von vorne anfangen. Nee. So, was ist mal jetzt? Wo ist Chocobo Farm? Na, herrlich. Da wusste ich doch, hier sind noch die Straßenbarrieren, die ich noch nicht offen habe. Okay. Und eben ohne dem. So, wo steht jetzt mein Auto? Ach ja, oh nein. Muss ich den ganzen Weg zu Fuß laufen? Ach du Scheiße. Los, beziehungsweise per Chocobo. Kann ich mir wenigstens gleich die richtige Ecke markieren, wo ich hin muss. Und zwar befindet sich der Zeitauftrag genau hier. Kann ich euch auch noch mal kurz zeigen. Time Quest. Genau da. Mhm. Wie gesagt, achso, genau. Hier. Schaut mal. Der bringt 30.000 EP, 999 AP. Und 1,25 Millionen Gil. Und halt paar Gedenkmünzen. Naja, was heißt es erstmal? Laufen. Forest, lauf. Ist noch am Tag, ist noch gut. Also ich... Na, wie laufe ich jetzt am besten? Suche ich mir erstmal den Weg, genau. Das ist der kürzere. Ich kann ja nicht so, oder kann ich auch querfeld einlaufen? Muss ich mal schauen. Sag mal, Nob, warum hörst du diese Frau in deinem Kopf? Gentiana? Ja. Ist sie etwa eine Göttin? Eher eine Botin im Auftrag der Götter. Wow. Also wie gesagt, nicht wundern. Ich lauf und lauf und lauf. Weil jetzt
Da ja meine Gaia geklaut wurde von der imperialen Armee. Erst Titan, beziehungsweise Ardem. Ganz schön anstrengend. Für Luna ist es sicher noch anstrengender. Ja. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann befindet sich Luna in großer Gefahr. Ironischerweise, ich weiß, ich habe mir jetzt letztens erst den Film Kingslave angeschaut von Final Fantasy 15. Ich finde, da werden ein paar Lücken geschlossen, die jetzt halt während des Spiels ein bisschen auftauchen. Ist diese Gentiana denn so ein Mensch? Nein. Die 24 Emissäre sind göttliche Geschöpfe. Sie haben eine ähnliche Funktion wie Luna. Die Götter brauchen sie, um mit uns zu sprechen. Also so eine Art Kanagi. Nur Heiliger. Ironischerweise würde ich eigentlich erst jetzt mein Chocobo bekommen, eigentlich. Aber okay, noch nicht mal das eigentlich. Jetzt muss ich nur noch einen Quest anfangen. Aber ich hab's also ja schon, also. Iris hatte recht. Nachdem ihr die Flucht aus Insomnia gelungen war, muss sie sich sofort auf den Weg gemacht haben, um Titan zu erwecken. Du stehst verdammt tief in ihrer Schuld, Nord. Denkst du, das weiß ich nicht? Nord, da oben! Feinde! Danke! Auch das wäre alles kein Problem. Kumpel hat mir gemeint, ich soll mal versuchen, Behemoth mal nicht mit meinem Warp-Angriff zu killen. Nur da, also dementsprechend auch ein etwas längerer Kampf. Nein. Ist nicht wahr. Nein. Nein. Umsonst gelaufen. Muss ich mir erstmal echt den Gott holen. Ach Leute. Wer hätte gedacht, dass Götter ihre Kräfte mit Menschen teilen würden? Ich hätte mir nie träumen lassen, ihnen je so nahe zu kommen. War ja schon aufregend, Insomnia zu verlassen, aber... Oh. Weil damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet, dass dies passiert. Weil ich noch nie, weil ich damals gleich, als ich die Aufgabe bekommen habe, mir den habe. Ja, jetzt ist gerade meine ich gerade ein bisschen geschäumt. Ups, Werbung. Also für alle, die jetzt auf Final Fantasy 15 ein bisschen Interesse haben, kann ich den Film Kingslave auf jeden Fall empfehlen. Nur schade, dass es nicht überall zu finden ist, so einfach. Natürlich alles auf legalen Wege, muss man sich das natürlich online kaufen, wie auch immer. Ja, ne? Ich habe es mir glücklicherweise auch ausgeliehen vom Kumpel, der sich das geholt hatte. Und ja, hat Spaß gemacht. Nur empfehlenswert. Vorhin erfährt man, wo Noctis Vater wirklich gestorben ist. In welchem Zusammenhang so geplant war oder nicht. Mehr oder weniger zieht sich das Ganze mehr um Iris, um Luna Freya, die königliche. Königsgrade kann man eigentlich sagen, oder Königskrieger. Ja. Also.
wenigstens gleich meine Chocobo. Ja, wo war die doch mal? Ach, das ist die Uhr. Entschuldigung! Nein! Ich würde gerne auf einem Chocobo reiten. Auf einem Chocobo? Tut mir wirklich leid. Aber im Moment geht das nicht. Lässt sich leider nicht ändern. Du musst wissen, diese Gegend wird derzeit von einem... Und meine Chocobos fürchten sich vor dem Ding. Um zu verhindern, dass was Schlimmes passiert, habe ich den Verleih erstmal noch eingestellt. Scheiße. Moment mal. Seid ihr nicht die Jäger, von denen man in letzter Zeit so viel hört? Wie sieht's aus? Würdet ihr euch um die Bestie kümmern? Natürlich springt da eine hübsche Belohnung bei raus. Ich will euch nicht zu sehr bedrängen, aber bitte überlegt es euch. Jetzt habe ich eine Quest angenommen, die ich zuerst gar nicht annehmen wollte. Interessant. Nacht. Sieh mal hier. Was gibt's? Ist das nicht eher Futter für Chocobos? Angeblich auch für Menschen geeignet. Ja, aber nicht für mich. Ja, für mich auch nicht. Ernsthaft. Na dann mal weiter. Ignis, weiter geht's. Einen Moment. Kein Moment, los geht's. Also das wäre jetzt, wie gesagt, hier der normale Storylauf. Ganz schön anstrengend. Für Luna ist es sicher noch anstrengender. Ja. Definitiv. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann befindet sich Luna in großer Gefahr. Behemoth muss ich mir definitiv auch noch holen. Ich kann mir nicht die EP, APs und Geld entgehen lassen. Schöner wäre es nur, wenn ich den schwarzen Schokobo nicht haben könnte. Falls es den überhaupt mal irgendwann geben wird. Dass die ganze Quest wieder frei sind, nervt mich auch ein bisschen. Sag mal, Nob, warum hörst du diese Frau in deinem Kopf? Gentiana? Ja. Ist sie etwa... eine Göttin? Eher eine Art Botin im Auftrag der Götter. Wow. Ne, ich hab keine Lust, gegen die zu kämpfen, falls das eine Frage gewesen wäre. Hat er sich schon wieder fest gefressen. So, da ist Nummer 1. Bis bald, Kleiner. Bitte überspringen, danke. Das war Gentiana in Tenebrae. Der König lässt den Donnergott besser nicht warten. Ins Auge des Sturms möge er schreiten, um die Gaben zu empfangen. Das Imperium reißt die Brücken des Königs nieder.
Doch er wird andere Wege finden, sein Ziel zu erreichen. Ja, ja. Auf zur nächsten. Ja, Kopfschmerzen? Ich habe Gentiana gehört. Hatte sie eine Nachricht von den Göttern? Ihre Stimme hat die gleiche Wirkung auf Noct wie die Titans. Die Kanadi erweckt die Göttin aus ihrem Schlaf. Den König mit ihrer Kraft zu segnen. Was ist? Hörst du sie wieder? Ja. Luna weckt die Götter. Ein Gott hat sie schon die ganze Zeit bei sich gehabt, aber okay. Ja, bisschen Spoiling. Ist diese Gentiana denn ein Mensch? Nein. Oh. Die 24 Emissäre sind göttliche Geschöpfe. Sie haben eine ähnliche Funktion wie Luna. Die Götter brauchen sie, um mit uns zu sprechen. Also so eine Art Kanagi. Nur Heiliger. Also war Luna tatsächlich in der Stallung. Iris hatte recht. Nachdem ihr die Flucht aus Insomnia gelungen war, muss sie sich sofort auf den Weg gemacht haben, um Titan zu erwecken. Du stehst verdammt tief in ihrer Schuld, Nord. Denkst du, das weiß ich nicht? So ein bisschen gehen die wiederholten Sachen immer auf den Keks irgendwann. Vollzogen ist der Ritus von Blut und Geist. Der König muss den Pfad bereisen, den die Kanagi geebnet hat. Noct, alles okay? Ja, Luna hat eine Segnung vorbereitet. Damit du eine weitere Götterkraft bekommst? Möge er vor die Götter treten und... König. Er muss gen Osten ziehen, zur Forschunghöhle. Das Siegel ist gebrochen. Der letzte Stein ruft den erwählten König aus der Tiefe. Er muss ihn vor dem Imperium erreichen. Wir müssen zur Forschunghöhle. Schnell! Okay. Jetzt? Ja. Nee. Beim ersten habe ich gedacht, es wäre irgendwas Zeitmäßiges, so, aber naja. War es nicht. Vor. Im Prinzip könnte ich mir schön viel Zeit lassen, wenn es danach gehen würde. Aber schauen wir mal. Hier räum ich auf. Ist es? Ich kämpfe nicht gegen euch. Ich bin zu dumm. Ich will ja bloß Story Mode machen. Level habe ich dafür, dass ich alles ohne Probleme schaffe. Wobei man sich manchmal wünschen könnte, wenn man schon New Game Plus macht, dass es dann eventuell ein bisschen schwieriger wird, aber nein, natürlich nicht. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt auf dem Weg zu Ramu. Mit den Holen. Da ja, die meine Verlobte, Luna Freya, mir den Weg hier ein bisschen ebnet. Ach ja, stimmt ja, diese Scheißbrücke oder was das auch war. Oder kann ich überschwimmen? Eigentlich kann ich überschwimmen. Diese Viecher sind ganz schön krass, muss man sagen.
Dum dum da 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 dum dum da dum dum dum. So, mir ein bisschen Weg gespart. Kräfte mit Menschen teilen würden. Ich hätte mir nie träumen lassen, ihnen je so nahe zu kommen. War ja schon aufregend, Insomnia zu verlassen, aber ja. Das... Okay. Wo war der Weg? Nocht. Ich höre Magitech-Motoren. Jo, ich weiß. Busch. Kraft kommt Leviathan? Ja, ich vermute, dass Luna bereits auf dem Weg zur Wassergöttin ist. Bedeutet das ja. Etwa noch einen Ritus für Luna? Oh, Meier. Der Leviathan ist auch gar nicht so verkehrt. Wobei es eigentlich mehr oder weniger ein bisschen langweilig ist. Der Kampf gegen Leviathan. Haben wir die Suche nach den Königsgräbern aufgegeben? Nein. Die nehmen wir später wieder auf. Die Kraft der Luzis kann Nocht nicht schaffen. Tote sind geduldig. Der Donnergott hingegen könnte ungehalten reagieren, wenn wir ihn warten lassen. Ja, komm. Manchmal ist die Steuerung mit den Schuppenbus nicht ganz so einfach. Wo du denkst, wo man denkt, man kann rüberspringen. Nein, natürlich nicht. Chocobo hat Angst. Und der Stein wurde verdammt nah. Und die Höhle wurde geöffnet. Zerbrochen ist eigentlich. Seht mal. Achso, da ist man es ja noch. Eingeschlagen. Soll wohl eine Art Einladung sein. Eigentlich hat man ja die Sequenz dazu gesehen. Ich weiß jetzt nicht, warum es nicht gezeigt wurde. Wir wissen nicht, was uns erwartet. Also Vorsicht. Okay. Holen wir uns doch mal Ramu. Wirkt ziemlich tief. Wieso lande ich bloß immer in solchen Situationen? Wir müssen auf alles gefasst sein. Leute. Bleibt wachsam. Da passen wir durch. Aber interessant, dass es in Englisch Ragnarok heißt. Hätten die auf Deutsch genauso lassen können. Ist ziemlich eng. Ja. Das könnte gehen. Hey, Nocht, sieh dir das mal an. Ich hoffe, dass ich danach wenigstens endlich mit den Zeitauftrag machen kann. So nervig. Oh, jetzt. Da-dam, 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 da-dam. Brauche ich nicht. Okay. Durchkriechen. Nur nicht den Kopf verlieren. Nur nicht den Kopf verlieren. Manche Sprüche sind so sinnfrei. Wie weit geht das noch? Ramu, ich komme.
Oh. Da passen wir du. Okay, ich bin voll, okay. Versuchen wir es. Ironisch, dass ich mich da eigentlich fast durchgeklitscht hätte. Aber okay. Was denn? Was mit deinem Geld? Leute, hört ihr das auch? Auto, was ist los? Hey, bist du okay? Hier drüben. Prompto! Hey, antworte verdammt! Ich hab genug! Was zum Teufel? Zu erwarten. Halt still, verdammt! Kommt, hier geht's weiter. Also war es doch der andere Weg. Jupp, das war der hier. Eindeutig. Sie ist hier irgendwo. Nun zeig dich schon. Beruhig dich. Prompto, sie kommt noch früh genug. Und zwar jetzt. Oder auch nicht. Dann war es da drüben. Kurz vor Ramo. Nanu? Achso. Was ist denn das? Ups.
Was ist falsch? Sieht das nicht verdächtig aus? Ja, dahinter könnte etwas Wertvolles verborgen sein. Ja, ja. Das sind die Schattenruinen. Ja, Schattendungeons. Manchmal doch ganz schön krass drauf. Das Schlimme ist auch mal egal, was ich genommen hätte, es wäre definitiv zum Kampf gekommen. Ups. Wie ihn gefunden? Ein Glück. Touchs Medium. Ich werde von Donnergott getötet. Nein! Weniger doof tut's auch noch das. Er gedacht, gegrillt zu werden. Manche Götter sind offenbar freundlich. Aber auch nur manche. Zur Überfahrt. Und üb für sie schon mal das Lächeln. Sydney, call me. Hey, der Regen hat aufgehört. Vermutlich war das Ramus Rufen nach Noct. Da oben, was ist das? Das Ding ist ja noch größer, Basis. Ja? Noctis, der Regalia. Ja? Er ist offen. Das... Lass gut sein. Ja, bist du dir sicher? Ja, bin ich. Also dann, ciao. Wer war's? Das war Sydney. Was? Siehst du doch. Hat sie den Rick? Ja. Na toll. Wann holen wir ihn ab? Jetzt. Es ist zwar nur eine Vermutung, aber ich glaube, die Basis hätte schon viel eher hier ankommen sollen. Der Sturm hat jedoch eine sichere Landung verhindert. Was? Wahrscheinlich sind sie hier, um den Regalia nach Niflheim zu schaffen. Also haben wir Ramu zu verdanken, dass der Regalia noch hier ist. Dann können wir es noch schaffen. Ja, holen wir ihn uns zurück. Die Jagdsaison ist eröffnet. Wenn Noct alle Kräfte gesammelt hat. Was machen wir dann, Ignis? Leider kann ich nicht für das Schicksal sprechen. Geht sicher darum, das Imperium zu plätten. Wollen wir wetten? Ha, nichts lieber als das. Wie viele Götter brauche ich zum Schluss? Nur 2. Was soll das? Iris? Geht nicht ran. Versuch's halt nochmal. Was
Was sagst du dazu, dass nicht nur deine Ahnen, sondern auch die Götter dich mit allen Kräften unterstützen? Ziemlich genial. Das Imperium hat keine Chance gegen uns. Ja. Unsere Aussichten haben sich in der Tat verbessert. Hey Nord, über dir! Dieser Spinner ist also echt der Kanzler? Ich hatte schon so eine Vorahnung. Aber warum hilft er uns dann die ganze Zeit? Weil ihm langweilig ist. Selbst mit Schurubo ist das alles ziemlich weit. Damals hat mir wenigstens noch vorher, wo Prompt mich gefragt hat, zur Schiffbefahrung gegangen und mir das alles gehört. Oh Mann, das war mein erstes Mal auf so einem Schiff. Die Gelegenheit kriegt man nicht alle Tage. Was Nocts Bestimmung ist. Hat sicher irgendwas mit den Göttern zu tun. In alten Prophezeiungen steht etwas davon geschrieben, dass der König... So, falls ihr was wissen möchtet, stellt ruhig Fragen. Chat ist auch offen, also... Denkt dran, auch der Gegner hat Angst. Leichter geht's nicht. Sydney ist einfach umwerfend. Nicht schon wieder. Sie hat uns so viel geholfen die letzten Tage. Beinahe eine richtige Festung. Wie kann sie mit diesen soliden Mauern überhaupt fliegen? Unglaublich. Die Mauern sind Überbleibsel eines früheren Krieges. Das Imperium nutzt sie, um seine Basis nach außen hin zu verstärken. Wir brauchen einen Plan. Danke. Wollen wir hier campen? Müssen wir, ja. Schlafen unterm Sternenhimmel. Ironischerweise. Wo haben sie die Sachen her? Hergezaubert? Hergeportet? Oder auch durch Noctis Macht beschworen? Weil Otto ist ja nicht da, ne? Was kann meine erste Übernachtung gerade ein? Das nehme ich mir nachher, wenn ich gegen Behemoth kämpfe. Jabba, wo kann ich mir nicht holen? Was hier? Oh, so ärgerlich.
das mal. Ich brauche eh nicht viel. Sogar im Kampf siehst du gelassen aus. Oh, sieht noch ein bisschen besser aus, glaube ich, wie beim letzten Mal. Ignis, irgendeine brillante Idee? Ein Frontalangriff ist ausgeschlossen. Uns bleibt nur eine Option. Wir müssen die Basis nachts infiltrieren. Im Schutz der Sicherheit fallen wir nicht so leicht auf. Und jetzt sammeln wir Informationen zur Basis. Wir sollten herausfinden, wo der Regalia verborgen sein könnte. Sobald wir genug wissen, arbeite ich eine geeignete Strategie aus. Klingt nach einem Plan. Endlich holen wir uns unseren Regalia zurück. Attacke. Suchen wir als erstes den Regalia. Wir dürfen nicht entdeckt werden. Lasst uns mit äußerster Vorsicht vorgehen. Bei Tagesanbruch ziehen wir uns zurück. Ja, selbst wenn wir den Wagen bis dahin nicht gefunden haben. Wir müssen auf Nummer sicher gehen. Auf mein Signal greifen wir an. Bis dahin haltet eure Positionen. 3 2 1 Los! Nicht übel, Noct. Aus dir wird noch was. Noct, was ist denn? Suchscheinwerfer. Es ist wieder sicher. Schön vorsichtig. Okay, verstanden. Versteckt euch. Ist weg. Das war ein Magitek, Mac. Mit dem will ich mich nicht anlegen. Unser Ziel ist der Regalia. Bleibt in den Schatten. Okay. Von hinten an. Beende es, bevor es jemand merkt. So wird das gemacht. Großartig, Noct. Spitze!
Ach, von hier kam ich. Tja, verlaufen wir. Passiert. Die Stromquelle? Ein Magitek-Sender, wenn mich nicht alles täuscht. Das würde erklären, warum die Magitek-Infanterie in der Umgebung so ungewöhnlich stark ist. Zerstören wir ihn. Dann müssen wir nicht schleichen. Nein. Erst müssen wir den Regalia finden. Leise jetzt. Wir dürfen sie nicht alarmieren. Okay. Vorwärts. Ja. Ist das gute Stück. Heute muss unser Glückstag sein. Ja, er scheint glücklicherweise unbeschadet zu sein. Wir müssen den Regalia irgendwie hier rausschaffen.
uns die ganze Basis zum Spielfeld. Wir verwirren sie durch unsere Bewegungen. Dann haben wir leichtes Spiel.